jeder und jede Situation entsteht in dir. Ja, das ist heftig. Das ist heftig. Und ich habe auch ziemlich lange dazu gebraucht, um das zu akzeptieren, um das wirklich 100% anzunehmen und zu sagen, ja, jede Person und jede Situation entsteht in mir. Ich alleine bin Herrscherin meines Universums. Ich alleine bin Herrscherin meines Königsreichs. Und wie funktioniert das? Ich möchte gleich mal anfangen mit einer ganz kleinen Übung für euch. Wenn du deine 5 Sinne abstellst, also wenn du die Augen zumachst, wenn du nichts mehr hörst, wenn du dich nicht mehr darauf konzentrierst, auf deinen Körper, wie du dich anfühlst, wie, ob du irgendwelche Schmerzen, Verkrampfungen oder irgendetwas hast, wenn du deinen Tastsinn abstellst, wenn du all deine Sinne abstellst, und meistens reicht es, wenn du die Augen zumachst und in die Stille gehst, ja, in die Stille, in diesen gegenwärtigen Moment, in das Hier und Jetzt, das wirklich alles ist, was wir haben, was bleibt? Es bleibt einzig und allein das, was in uns ist. Du kannst es auch das dritte Auge nennen, ja? Das dritte Auge, das unabhängig von deinen 5 Sinnen sieht. Ja, es ist nichts mehr da vom Außen. Du hast keine Verbindung mehr zum Außen, wenn du deine 5 Sinne abstellst. Und nichtsdestotrotz ist da was. Das reine Bewusstsein, die reine Energie, das Feld, das Quantenfeld. Es gibt so viele Namen dafür. Auch Gott ist ein Name dafür. Und das ist das, was bleibt. Und am ehesten kannst du dir vorstellen, dass es deine Vorstellung ist, die da bleibt. Weil es ist ja nur das, was im Innen ist, ist plötzlich nur noch da und nur noch für dich relevant. Und da liegt deine Kraft und deine Power. Und das ist diese große Schwierigkeit, zu unterscheiden, was ist innen, was ist außen, was ist Ursache? Was ist Wirkung? Wo hat es angefangen? Und es fängt immer in einem selbst an. Es fängt immer in dir an. Alles fängt in dir an. Du bist der Nullpunkt sozusagen. Du bist der Nullpunkt, du bist der Anfang von allem. Alles ohne dich gibt es dein Leben nicht. Ja, das ist so krass, aber wenn du dir das wirklich mal überlegst, ohne dich gibt es nichts, was durch deine Augen gesehen werden kann. Ohne dich gibt es nichts, was durch deine Überzeugungen beurteilt werden kann. Ohne dich gibt es nichts mehr. Dein Leben ist abhängig von dir. Von dir allein, weil wenn du nicht mehr da bist, wenn du nicht mehr beurteilst, wenn du nicht mehr reflektierst, wenn du nicht mehr siehst, wenn du nicht mehr beobachtest, wenn du nicht mehr deine Vorstellung in die Zukunft reisen lässt, wenn du nicht mehr deine Erinnerungen aus der Vergangenheit aktivierst, dann ist da nichts mehr. Da ist dir die Leere, wie Dr. Joe Dispenza so sagt, das Void. Da ist da nichts. Und dass da was ist, dass da dein Leben ist, beginnt bei dir, hängt von dir ab. Dein Leben ist deine Kreation. Deine Menschen, dein Umfeld ist deine Kreation. Und ich sage nicht deine Schuld, sondern ich sage deine Kreation.
Es ist aus dir entstanden, es wird von dir betrachtet, es wird von dir gesehen, es sind deine Vorstellungen, es sind deine Bewertungen, es sind deine Beurteilungen. Wo die herkommen, das ist ein ganz anderes Blatt. Wo deine Beurteilung, deine Überzeugungen, all das, wo das wirklich herkommt, ja, darüber können wir lange reden, wo das herkommt, wie das entstanden ist, wie das in unser Unterbewusstsein eingedrungen ist. Ja, das wisst ihr wahrscheinlich, da kann ich ein anderes Video dazu machen. Aber Fakt ist einfach, alles, was für dich da ist, ist nur aus dir für dich da. Und Neville Goddard sagt eben so schön, your imagination is God. Also deine Vorstellungskraft ist Gott. Weil Gott ist ja der, der alles schafft, er schöpft. Und der Schöpfer, die Schöpfung beginnt in deiner Vorstellung. Und ohne deine Vorstellung ist nichts, ist void. Dr. Joe Dispenza führt dich ja in seinen Meditationen immer in diesen Zustand, wo du kein Körper, no body, no place, no time bist, ja, an keinem Ort, zu keiner Zeit, wo du reines Bewusstsein bist, reine Awareness, wo eben nur das, was für dich existiert, tatsächlich existiert. Und du dich nicht mehr über deinen Körper identifizierst, nicht mehr über eine Zeitlinie identifizierst und nicht mehr über einen Ort, über einen Standort identifizierst. Und wenn du dir das wirklich mal auf der Zunge zergehen lässt, dann spürst du, dass ohne dich nichts ist und dass aus dir alles ist. Dass du alles bist, dass du der Raum bist. Ich habe ja diese, huhu Katrin, ich habe ja diese wunderbare Divine Music gemacht, wo ich sage, du bist der Raum, in dem alles ist. Ich bin der Raum, in dem alles ist. Und so ist es. Und damit umzugehen, mit diesem Wissen, dass wir so sind, dass wir das sind, das ist das, was wir neu lernen dürfen. Das ist das, was wir neu anwenden dürfen. Das ist das, was wir neu in die Welt bringen dürfen. Und dieser Raum, dieses Sein ohne irgendeine Bewertung, irgendeine Beurteilung, irgendeine Überzeugung, irgendeine Geschichte, irgendeine Angst, irgendeine sonstige Emotion, der jetzige, gegenwärtige Moment, der fühlt sich einfach klasse an. Der fühlt sich geil an, der fühlt sich fantastisch an, der fühlt sich erhoben, erhebend an. Das ist ja dieses Gefühl von Bliss, ja? Wenn du bereit bist, alles loszulassen, alles, und dich einfach hinzugeben. Manche haben einfach dieses Gefühl und sagen, jetzt kann ich nicht mehr, ich will nicht mehr, leck mich am Arsch. Und dann kommt dieses Gefühl hoch. Und dieses wunderbare Gefühl ist das, was jeder von uns in Wahrheit ist. Wie sich jeder von uns in Wahrheit anfühlt. Und zwar, wie er sich in jedem Moment in Wahrheit anfühlen darf. Und darum geht's. Das ist eben diese Liebe, ja, wo wir aber sagen, geh in dein Herz. Verbinde dein Herz mit deinem Verstand. Aber mein Herz denkt nicht, mein Herz beurteilt nicht, mein Herz hat keine Geschichte, mein Herz hat keine Zukunft, mein Herz hat keine Vergangenheit in Wirklichkeit. Aber wenn du das nicht weißt und wenn du das nicht tief sickern lässt, dann denkst du hast ein gebrochenes Herz oder dein Herz ist gebrochen worden oder dein Herz ist verletzt worden und dein Herz ist verschlossen oder so. Das denkst du, weil du dein Herz nicht kennst, weil du nicht weißt, dass dein Herz der manifestierte Platz der Bedingungslosigkeit ist und der bedingungslosen Liebe und alles, was du auf dein Herz draus projizierst, an Geschichte, an Story, an Verletzungen, das machst du. Das machst du. Und wenn du das nicht machst, dann ist es nicht da. Dann ist dein Herz rein. Dein Herz ist rein. Dein Herz ist deine Seele. Dein Herz ist dein göttliches Selbst, dein höheres Selbst, deine Wahrheit. Das, was du wirklich bist.
deine Göttlichkeit, das ist dein Herz in Wahrheit. Und nicht ein Herz, das gebrochen ist, ein Herz, das verschlossen ist, ein Herz, das hart ist, was auch immer. Das sind alles Interpretationen von uns, weil wir die Wahrheit unseres Herzens nicht gelernt haben, sondern weil wir Herzschmerz denken, mit unserem Herzen zum Beispiel verbinden. Und das sind so viele Denkfehler, die wir machen, von denen wir einfach nicht bewusst sind, dass wir diese Denkfehler machen. Und diese Denkfehler, die quälen uns so sehr und die machen uns so, so, so weh und die machen uns so klein und die machen uns so falsch und die machen unsere Beziehungen so schlimm und die machen die Menschheit so schlimm und das machen die anderen Leute so schlimm. Nur wenn wir erkennen, dass wir das verändern können, wenn wir uns so, so bewusst sind, wer wir wirklich sind, und da diese Power haben und sagen, ich weiß, das, was ich sehe, das, was ich beurteile, das, was ich entscheide, das, was ich bestimme, das, was ich erlaube, ist so. Und jetzt ist die Frage, wie viel erlauben wir nicht? Wie viel erlauben wir nicht, anderen Menschen oder unseren liebsten Menschen großartig zu sein? Weil sie das und das tun, weil sie die und die Abhängigkeit haben, weil sie die und die Denkmuster haben, weil sie die und die Ängste haben, weil sie die und die Vergangenheit haben, weil sie die und die Geschichte haben. Und wir lassen die anderen Menschen nicht das sein, was sie sind, weil wir sie definieren, weil wir sie definieren über ihre Stories, weil wir sie definieren über ihre Verhaltensweisen, die natürlich aus ihren Stories und aus ihren Emotionen resonieren. Aber wenn wir lernen, der Raum zu sein, wo alles großartig ist, wo die Liebe ist, wo das Paradies ist, wo die Fülle ist, wo der wahre Reichtum ist, der weit über Geld hinausgeht. Wenn wir das lernen zu kreieren für uns, dann geht es uns so geil und es geht allen anderen, die mit uns zu tun haben, so geil. Und ich möchte das für mich selber so gut lernen. Und wir sind alle auf einem Lernweg und wir werden alle immer besser und besser. Aber es geht darum, dass wir immer mehr und mehr verstehen. Es geht darum, dass wir immer mehr und mehr üben und anwenden, uns reflektieren und immer mehr verstehen, was wir sehen. Und wenn wir Scheiße sehen, dann werden wir Scheiße produzieren. Und oft fallen wir in so energetische Löcher, Zyklen, was auch immer, wo wir dann nicht mehr das Licht sehen können. Und wie wir dennoch da rauskommen und lernen, das Licht zu sehen, uns nicht zu verurteilen, uns nicht zu unschuldig zu sprechen, sondern immer wieder neu anzufangen, in jedem gegenwärtigen Moment das Allerbeste, den allerbesten gegenwärtigen Moment aus jedem gegenwärtigen Moment zu machen, das zu lernen. Und es ist so einfach und du kannst jede Beziehung zu deiner Liebesbeziehung machen. Du kannst jeden Menschen zu dem großartigsten Menschen machen, der nur sein kann. Von jedem Menschen gibt es so viele Versionen, so viele Realitäten, so viele Situationen, in denen du mit diesem Menschen sein kannst und auch schon warst in der Vergangenheit. Und wenn du in schlechten oder unangenehmen, beängstigenden, schmerzhaften Situationen warst mit Menschen, kannst du das verändern? Und du kannst deine Zukunft in jeder Beziehung beschreiben, mit jedem Menschen, so wie du sie haben willst. Und nicht nur in Liebesbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, sondern auch in Kundenbeziehungen. Das ist ja auch so wichtig. Ja, wir Kundenavatar und so, die sich da schon ein bisschen auskennen, die wissen ja, wie das geht. Aber da geht noch viel mehr, weil du machst jeden Menschen in deinem Leben zu dem, was er ist. Ob du diesen Menschen jemals gesehen hast oder nicht, ist völlig egal. Einfacher ist es, wenn du ihn nie gesehen hast. Aber ein Mensch, den du jeden Tag siehst, der dich so verletzt hat in der Vergangenheit, der dich so enttäuscht hat in der Vergangenheit, diesen Menschen zu erheben, in seine allerhöchste Version, dass er in der Lage ist, seine allerhöchste Version zu leben und dir zu zeigen, wie schön ist denn das? Und es geht.
kannst alles machen, du machst alles gesund, du machst alles glücklich, wenn du das möchtest. Wenn du das in dein Unterbewusstsein reinbringst, wer du wirklich bist, wenn du handelst immer mehr und mehr aus diesem göttlichen Sein heraus, dann werden wir hier im Paradies landen. Und jeder für sich und dann wir alle zusammen. Das wird so sein, das ist so. Aber dazu muss jeder für sich anfangen, das zu tun, das umzusetzen, die Welt so zu sehen, zu fühlen und dementsprechend zu handeln und sich nicht vom Außen irgendwie einwickeln zu lassen. Nicht von Ängsten einwickeln zu lassen, nicht von Befürchtungen einwickeln zu lassen, sondern ganz fest bei sich zu bleiben und zu wissen, was da draußen passiert, hat keine Auswirkung auf mich, was, wenn ich es nicht zulasse. Was mit in Beziehung mit einem Menschen XY passiert, hat keine Auswirkung auf unsere gemeinsame Zukunft, wenn ich es nicht zulasse. Und ich weiß es, weil ich es bei mir täglich sehe, 1:1, Feedback Loop ist da, bam, bam. Wenn du bewusst bist, weißt du ganz genau, shit, I did it. Oh, das ist geil, ich hab's gemacht. Oh, scheiße, Mann, jetzt bin ich hier mit der Person im Streit. Ich hab's gemacht. Und deswegen, weil das so wichtig ist, weil das unsere gemeinsame Zukunft, weil jeder von uns hier seinen Beitrag leisten kann, und weil ich früher auch immer so verzweifelt war und gesagt habe, was soll ich denn machen? Was soll ich als einziger Mensch machen? Wo soll ich mich organisieren? Wo soll ich mich engagieren? Wo soll ich hingehen? Was soll ich tun? Was soll ich machen? Wo soll ich sprechen? Wo soll ich überzeugen? Wo soll ich manipulieren und kontrollieren? Never ending. Aber wenn ich hier drinnen anfange bei mir, dann strahlt es nach außen. Dann wird meine Welt zu meinem Paradies. Dann wird sie wirklich so, wie sie mir gefällt. Und wenn sie nicht so ist, wie sie mir gefällt, dann setze ich mich hin, dann mache ich mich an die Arbeit und dann verändere ich die Dinge. Und ich brauche keinen Grund, ich brauche keine Berechtigung, ich brauche kein Wieso, Weshalb, Warum, sondern ich bin dazu da, das zu tun. Das ist meine Aufgabe, das ist mein Job. Ich kreiere aus dem Höchsten, aus dem Herzen, aus voller Bedingungslosigkeit heraus. Ich brauche keinen Grund. Es reicht, dass ich es schön haben will. Es reicht, dass ich Liebe spüren will. Es reicht, dass ich Fülle spüren will. Es reicht, dass ich Sicherheit spüren will. Das genügt. Mein Wunsch, my desire, ist genug, um mir die Erlaubnis zu geben, zu walten und zu schalten und den Himmel auf Erden für mich und für meine Welt, für mein Universum, für meine Realität so zu kreieren, wie es mir gefällt. Und wenn du mehr wissen willst, wie das geht, ich habe wirklich so viel geübt und ich habe jetzt geschafft, 6 gute Schritte rauszukristallisieren, die einfach zu machen und zu gehen sind, die dein Verstand braucht, damit er sich nicht im Alten festhält, in den alten Überzeugungen, ja, der ist ein Arschloch, der hat mir weh getan, das geht nicht, die zahlen mich nicht, bla bla bla. Habe ich 6 Schritte rausgefunden, die du gehen sollst, die dir helfen, wenn du sie durchgehst, dass du am Ende dort rauskommst, wo du sein möchtest. Und diese 6 Schritte stelle ich heute Abend vor im Gruppencoaching für 99 Euro. Ich habe extra 3 Termine gemacht, die da aufeinander aufbauen. Das ist jeden Montag jetzt, heute am 28. nochmal und glaube am 4. Januar. Du kannst dich für jeden Termin einzeln anmelden. Aber der erste Termin heute ist das Allerwichtigste. Du kannst, wenn du dir angemeldet bist, kriegst du die Aufzeichnung, kannst du das nacharbeiten, kannst beim zweiten Termin kommen und Fragen stellen. Du kannst üben. Du hast ja Zeit zwischendrin. Und du siehst sofort Resultate, wenn du das wirklich konsequent machst und wenn du konsequent weißt, wer du bist und nicht mehr zweifelst und nicht mehr irgendwie denkst, oh mein Gott, vielleicht klappt es nicht, vielleicht klappt es bei mir nicht, vielleicht bin ich das nicht, vielleicht mache ich was falsch. Du machst eh nie was falsch. Du hast einfach oft nicht die Ergebnisse, die du möchtest. Also ich lade dich wirklich ein. Es ist das beste Investment, das du dieses Jahr noch machen kannst, hier mitzumachen, weil du kriegst so viel Erfahrung, die bis jetzt nur wirklich die Frauen in meinen großen Programmen bekommen haben. Ich möchte aber, dass du dieses Handwerkszeug für dich hast,
Es ist nicht so, dass du es sofort kannst. Es ist auch nicht so, dass du sofort nach diesen 3 Sitzungen sattelfest bist und nie wieder anfängst zu zweifeln und nie wieder, sage ich mal, Fehlmanifestationen hast, nie wieder Verzweiflung hast, nie wieder Schmerzen hast, nie wieder Herzschmerz hast. Aber zumindest hast du etwas, wo du zurückkommen kannst. Und du hast etwas, wo du siehst, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Und du hast etwas, wo du siehst, dass es der richtige Weg ist, weil du wirst es nach heute Abend, ich sage mal 22 Uhr, wir fangen um 8 Uhr an heute Abend, um 22 Uhr wirst du wissen, dass es das ist, was du zu tun hast. Also zögere nicht. Schenkst dir zu Weihnachten, am besten noch zu deinen Liebsten zu Weihnachten. Klar, du kannst jetzt auch nochmal abwarten. Vielleicht gibt es dann Stimmen, Erzählungen hier in der Gruppe auch, wie das denn war. Und dann kannst du die Aufzeichnung anhören. Aber ehrlich, diese Warterei, ich habe es dir so leicht gemacht mit diesem Preis. Wirklich, ich habe es dir so, so leicht gemacht, weil es mir so am Herzen liegt. Und weil wir jeden brauchen, weil die Welt doch jeden braucht, der plötzlich weiß, wie es geht. Und der es dann auch macht. Und der aufhört, 100.000 Bücher zu lesen und meinen, irgendwie noch besser zu werden, sondern einfach dasteht und sagt, ich mache das jetzt. Ich bin dazu hier. Ich bin dazu Mensch geworden, um Liebe zu leben. Hallo Angelika, du musst, glaube ich, von vorne anfangen, weil ich bin jetzt eigentlich schon am Ende. Wir sind alle hier, um verdammt nochmal glücklich zu sein, um uns keine Sorgen zu machen, um uns gegenseitig zu lieben, um uns selbst zu lieben, um zu wissen, dass wir in Fülle und höchster Versorgung hier auf dieser Welt sind, dass uns nichts passieren kann, wenn wir uns die Scheiße nicht kreieren. Und ich weiß, es kommt wieder, ja, was ist, wenn ein Unglück passiert? Das kannst du mich heute Abend fragen, wenn du möchtest. Ich habe natürlich eine Antwort dazu. Mein Kopf ist auch nicht anders wie dein Kopf. Mein Kopf hat die gleiche Scheiße. Der Unterschied vielleicht zwischen meinem Kopf und deinem Kopf ist, dass ich die richtigen Antworten habe. Weil ich sie schon so gefunden habe und weil sie für mich die Wahrheit sind, weil ich mir keine Lügen mehr vormachen lasse. Und wenn mein Kopf irgendein Dünnschiss redet, wo ich weiß, dass es nichts damit zu tun hat, wie, wer ich bin und wie ich funktioniere, wie ich hier wirke, dann weiß ich, wie die Wahrheit ist. Und das ist der einzige Unterschied, wo du vielleicht noch ein bisschen sattelfester werden musst, dass du nicht zu niemanden erlaubst, dir irgendeinen Dünnschiss einzupflanzen, der dich zum Opfer macht, der dich verletzt, der dir wehtut, der dir sagt, du bist nicht gut genug oder sonst irgendein Quatsch. Weil so Zeug kommt bei mir ja auch die ganze Zeit. Logisch. Aber was mache ich, wenn es kommt? Dann berichtige es ich, weil ich die Wahrheit kenne. Und es wird weniger und ich muss weniger korrigieren. Ich bin schneller mit der Wahrheit verbunden. Ich bin schneller mit dem verbunden, was ich wirklich bin. Ich bin schneller mit dem verbunden, was ich wirklich will. Und wenn ich abkacke, dann kacke ich ab. Dann putze ich mich ab, dann setze ich mein Krönchen wieder gerade, schüttel mich und gehe wieder in die Richtung, wie ich möchte. Und das ist das Wichtige, dass wir das lernen. Und nicht mehr uns zu lange an Problemen festbeißen und irgendwie versuchen, Lösungen zu finden, sondern einfach wissen, brauche ich nicht. Ich muss nur wissen, wie ich es haben will. Und dann muss ich wissen, wie ich es kreieren kann. Und dann geht's los mit der Arbeit. Also ich freue mich auf jeden, der sich noch anmeldet heute. Wir werden sicher einen wunderbaren Abend haben, weil heute ist ja diese, wie heißt, die Tage werden länger und Jupiter und Mars, glaube ich, diese 2 Planeten vereinen sich und werden zu diesem großen Leuchtstern, der ja damals die heiligen 3 Könige nach Bethlehem geführt hat. Also heute ist eine ganz spezielle Nacht. Und was könntest du Besseres tun, als dein Wunschleben zu kreieren, dein Wunschzustand, deine Wunschidentität, deine Wunschbeziehungen zu kreieren und nie mehr davon abzulassen? Heute ist die Nacht der Nächte. Also, sei mir dabei. Freue mich riesig. Ich freue mich mega schon. Echt. Und irgendwie ist es auch cool, weil ich wollte ja eigentlich schon letzte Woche anfangen mit der ganzen Geschichte. Und dann hat sich da eine Auszeitwoche für mich eröffnet. Und dann habe ich es jetzt verschoben und wir fangen eben heute an. Und
wie viel geiler ist es denn heute anzufangen? Ich bin so dankbar, wie sich die Dinge oft entwickeln. Also in diesem Sinne, ihr Lieben, auf meiner Homepage mywellfeeling.com unter Mentoring und Coaching das oberste Angebot. Du kannst 3 Termine auswählen, kannst sie einzeln buchen, du kannst gleich alle 3 buchen. Wie du das machen möchtest, geh dorthin, buche. 99 Euro bist du schon dabei, die Aufzeichnung kriegst du, holst dir auf jeden Fall. Sie ist so wertvoll, glaube mir. Also, bis dann. Tschüssi.